Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout-Spaß. Es ist soweit. Ich habe letzte Woche so viele Elektro-Raids gemacht. Ein paar Elektro-Teile habe ich auch gekauft und habe sie auch hier für die Marken letzte Woche gekauft. Da gab es ja hier 100 Elektro-Teile für 500 Engineer-Marken. Da habe ich auch ein paar gekauft. Diese Woche habe ich ein paar Batterien gekauft. Und ihr seht, ich habe 1005 Elektro-Teile und 1000 Batterien. Und habe eben die letzten 6 Uran, die haben wir eben im CW geholt. Jetzt habe ich sogar ein bisschen mehr gekriegt. Ich habe sogar 8 gekriegt. Ja, ich hatte nämlich... Ja, ihr seht, ich hatte Not gerade Zahl. Eigentlich haben noch 5 gefehlt, aber 5 geht ja nicht. Deshalb haben 6 und dann haben wir sogar ein bisschen mehr geholt. Dann hatte ich meine 5 Siege und konnte mir hier nochmal 200 Batterien kaufen. Jetzt habe ich... Die letzten 8 Batterien habe ich eben im PvP geholt. Ich habe natürlich 2 verloren. Aber dafür habe ich jetzt genau 1000 Batterien. Und ihr seid jetzt live dabei. In diesem historischen Moment, wo wir die Breaker in Auftrag geben. Das letzte Mal habt ihr ja auch gesehen, da war sie sofort fertig. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich will mal gucken. Die Hammerfall habe ich dann doch gekauft. Also ich musste dann 750 Elektro und Batterien weniger sammeln. Weil ich habe ausgerechnet... Die Hammerfall würde mich 6400 kosten. Und ich habe sie jetzt über Nacht, ich glaube, für 600. Ich bin nicht mehr sicher. Ihr seht ja, ich habe viele Batterien gekauft. Ich habe sie aber im 10er-Pack gekauft, weil sie da billig waren. Ja, Batterien, dann haben wir sie Uran gekauft hier. Uran 480 war auch okay. Ach, keine Ahnung. Wir gehen einfach auf Hammerfall und gucken, was die gekostet hat, bevor wir hier ewig suchen. 6002. Also für 6.002 habe ich sie gekriegt. Das war ein guter Preis. Ich habe ausgerechnet, ich muss 6.400 bezahlen. Und als ich das gemerkt habe, habe ich das Angebot laufen lassen. Habe einfach im Hintergrund den Cheater, also die 2 Cheaters, die habe ich einfach immer mal verkauft. Ich habe sie jetzt hier gerade wieder drin. Die habe ich insgesamt 2 verkauft und wieder geholt. Also habe ich mit den Cheaters auch nochmal ein bisschen Kohle gemacht in der Zwischenzeit. Die Preise sind sehr stabil hier. Ist das mein Angebot? 869,90. Nee, ich wurde unterboten. Ja, die 2 Cheaters kann ich jetzt auch. Einen brauche ich. Gut, ich könnte die jetzt auch fusen. Ah. Ja, aber ich habe so wenig Geld. Ich muss erstmal ein bisschen Cash machen wieder. Gravastar hatte ich ja leider für 1500 gekauft aus Versehen. Meine 3 Gravastars. Aber ihr seht, ich habe hier jetzt schon eine Gravastar für 1010 gekauft und habe die auch wieder für 1300 verscherbelt. Ich habe mir jetzt gesagt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und hatte die hier, als die auf 1500 waren, habe ich die aus Versehen direkt gekauft, 3 Stück. Und das Geld muss ich jetzt so langsam wieder rausholen. Und da habe ich gesagt, das muss ich auch mit Gravastar wieder rausholen. Aber ich kriege gerade keine ran. Denn ich habe einen graven Fehler gemacht, einen gravierenden Fehler. Und den mache ich jetzt, kaufe ich gerade 2, weil die eine, die habe ich verscherbelt. Gut, mit der habe ich 200 Gewinn gemacht. Deshalb ist es nicht schlecht und es sind ja auch witzige Waffen. Ich brauche nur noch mal einen anderen Bild. Also entweder muss ich die irgendwie U9 reinquetschen, weil ich glaube, da sind die richtig gut. Oder ich versuche halt einen großen Bild zu bauen. Aber ich habe es ehrlich gesagt versucht, einen größeren Bild zu bauen. Und mehr wie 11.500 habe ich auch nicht reingekriegt. Und so richtig optimal ist das auch nicht. Also wenn ich da in die große Lobby mit Scorps und so rutsche, sind die ruckzuck weg. Ich habe allerdings auch schon mal einen 15.000er platt gemacht, damit ein paar, weil die halt doch ziemlich geil sind. So, aber... Scheiß drauf, wir müssen schnell die Breaker bauen. Denn die Breaker dauert ewig. Ich glaube, die dauert 5 Tage. Wir gucken jetzt auch mal, was es kostet, wenn ich sie sofort fertigstelle. Ein bisschen Geld habe ich ja noch. Und wir gucken vor allem, ob mein Lagerwert... Gut, der wird jetzt erstmal sinken. Wir gucken mal, um wie viel der sinkt. 175.020. 175.020 habe ich drin. 175.020. So. Breaker Maker. Es ist vollbracht. 4 Tage. Boah, 399 extra. Das ist ganz schön viel. Ich glaube, da warte ich mal einen Tag und gucke mal, wie viel es morgen ist. Jetzt gucken wir, wie stark der Lagerwert gesunken ist. Boah. Ja, der ist echt um 45.000 gesunken. Sogar ein bisschen mehr. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe zwar, ja, theoretisch wären es 45.000, aber ich habe so viele von den Elektroteilen selber gefarmt. Deshalb habe ich keine 45.000 ausgegeben. Ich habe auch ein paar gekauft, aber den Großteil habe ich erfarmt oder über Engineer-Punkte gesammelt.
Und jetzt kriege ich meine Breaker wenigstens. Auf jeden Fall muss der jetzt dumm rumbieten. Seht ihr, ich habe angefangen, blaue Sachen zu bauen, weil ich viel Schrott hatte. Und die verscherbel ich gerade. Crawl-Kabine ist aktuell schön teuer. Da lohnt sich's. Da kann man die auf jeden Fall bauen. Ja. Also ich habe die jetzt gebaut, weil ich genug Schrott hatte. Und versuche die jetzt zu verkaufen. Mal gucken, ob ich sie losführe. Über Nacht hatte ich auch schon eine. Die habe ich auch schon verkauft. Dann mache ich wieder 200 Coins. Weil jetzt geht's wieder an die Kohle sammeln. Denn die nächsten Waffen wollen ja auch... Ich weiß noch nicht, was meine nächsten Waffen werden. Ob es Mammuts werden. Mastodon. Mastodon wären natürlich geil, weil ich mit Mammuts schon Übung habe. Die sind gerade ein bisschen zu billig, sonst könnte ich sie sogar verkaufen. Aber ich brauche die noch für CW immer mal, damit ich wechseln kann. Da will ich die auch gar nicht verkaufen. Die würde ich erst verkaufen, wenn ich mindestens eine Mastodon hätte. Aber Mastodon sind halt auch wieder sehr teuer. Boah, die Fatmans sind aber billig hier. Die sind ja unverschämt billig. Wenn ich die für den Preis kriege, könnte ich Mammuts bauen. Aber ihr seht, die letzte habe ich für 885 gekauft, deshalb kann ich die jetzt nicht verscherbeln. Allerdings waren das sowieso meine Fatmans. Ich habe die für über 1000 verkauft und habe sie mir für 885 zurückgeholt. Damit ich einfach mal zwei Fatmans da habe, wenn ich mal was bauen will. Ich habe aber gerade leider nur eine Goliath-Kette. Da kann ich mir keinen schönen Panzer bauen. Aber ich versuche mal eine zu kaufen, damit ich mir wieder meinen kleinen Panzer bauen kann. Nur 870 ist okay. Ihr seht es hier noch, 1499, die waren heute übelst teuer, die waren für 2000 drin. Da habe ich gedacht, okay, dann verkaufe ich die eine auch noch. Aber ich bin sie natürlich nicht losgeworden. Naja, soll's. Vielleicht kriege ich ja die Fatman ran. Mal sehen, für den Preis, das wäre krass. Ja krass, da ist der Lagerwert echt ganz schön gefallen. 75.000, ja, der ist um über 45.000 gefallen, 45.600 so. Das ist glaube ich sogar höher als der aktuelle Marktpreis. Aber bis mir den ganzen Scheiß einzeln für das Geld verkauft hat, hätte der voll lang gedauert. Gut, jetzt. Verdammt. Das wäre vielleicht sogar gegangen, wenn ich sie direkt hier gekauft hätte. Naja, egal. Ich habe die Sachen zwischendurch während dem Warten immer mal gekauft, verkauft, gekauft, verkauft. Und wie gesagt, bestimmt, ich habe ja die Fortune gebaut für 750 Elektroteile und habe auch die Dings gebaut. Deshalb habe ich für die Fortune auch keine 10.000 bezahlt. Ja, die Hammerfall hätte ich bauen können. Ihr seht, ich habe hier noch die Thunderbolts. Die kann ich leider gerade nicht verkaufen, weil die sind ein bisschen zu billig. Ja, die steigen auch wieder. Wenn die bei 1100 sind, entweder verkaufe ich sie oder ich baue mal eine Thunderbolt-Karre. Jo, ich habe einen Bohrer verkauft. Sehr gut. Läuft bei mir. Kann ich schon wieder was Blaues bauen? Ah, eine Growl war das ja. Wobei ich auch gestern zwei Big G's gebaut habe. Die Big G's verscherbelt habe. Ich habe zwar 700, aber wenn ich das jetzt baue, ist das Geld wieder weg. Ich kann mal gucken, ob ich einen gekauft kriege. Aber er scheint mir ganz schön teuer, 4 Coins. Aber ich glaube, für den Aviator, der braucht man auch 50 oder so, dann ist es ja wieder normal. Oder? Ja, 55. Ja gut, 55 sind ja hier, das ist ja mehr als ein Zehner. Oder je nachdem, wie man es kauft. Kupfer ist jetzt zu vernachlässigen. 11 Kupfer sind ja auch gar nichts. Also Kupfer kostet nicht viel. Aber ich habe noch 98 Kupfer. Krass. Na gut, ich habe viel blaues Zeug gebaut die letzten Tage und ist einfach verscherbelt. So, was machen wir? Jetzt habe ich wieder nichts, gell? Die Batterien sind weg, die Elektroteile sind weg. Ich bin wieder arm. Ach komm, wir gucken mal in der Galerie nach einem kleinen Auto mit zwei Thunderbolts. Wenn ich die Thunderbolts gerade da habe und im Moment nicht verkaufen kann. Vielleicht finden wir ja was Cooles. Ich muss nur weniger PS machen, weil mit 2 komme ich nicht auf 8000. Was machen wir denn? Immer 3,5
bis 6. Obwohl, 6,6 ist, glaube ich, 6,6,9,9, oder? Ja, wir gehen lieber 6,4,9,9 zur Sicherheit. Ich weiß nämlich nicht, wo da die Grenze ist. Was haben wir denn hier Gutes? Da sind zwei Thunderbolts drin. Echt jetzt? Wo sind denn die? Ach, die stehen daneben. Die soll man sich selber drauf machen, oder was? Ein Baukasten. Das hier. Das kommt schon mal in die engere Auswahl. 6,3 ist da Benzin drin. Oh, warum ist da kein Benzin drin? Ist ja ein lustiger Wagen. Ein Ratchet und ein Thunderbolt. Ah, der Ratchet kann doch gar nicht recht gerade schießen dann. Ah, da fehlen die Aufkleber, dann fällt die Karre auseinander, wenn ich die Aufkleber nicht habe. Eine Thunderbolt drauf. Kann ich das bauen, das Ding? Ach nee, da fehlt mir die Kabine. Schade. Das sah echt cool aus, das Auto. Ah, hier ist ein Benzinfass drin. Komm, wir nehmen das hier. 6,1. Sollte okay sein. Ah, ich habe nichts frei. Verdammt, ich muss irgendwas löschen. Was kann ich denn löschen? Ach, das hier kann ich löschen. Das war der Fuse-Bild, mit dem sind wir letztes rumgefahren. Der ist ziemlich witzig. Six Destructor, das ist so grausam. Aber den kann ich mal löschen, der ist in der Galerie, den kann ich mir jederzeit wiederholen. Wo waren der jetzt? Obwohl der hier, der ist eigentlich besser, der hat 4,6, der hat ja kein Benzin, aber... Konnte ich den komplett bauen? Satteltasche, ja, das ist egal. Ja, komm, wir nehmen den hier. Der hat nur 4,6, da sollten die mehr Alarm machen. A Big Man's Toy Car. So. Ja, ich habe nur die doofen Satteltaschen. Die Farbe können wir noch dran schmieren. Mal gelb machen. Ja, komm, wir machen den mal so doof gelb. Jetzt habe ich auch einen Schluck auf. Oh, ich muss die Steuerung noch umstellen. Ich habe nur die Spinnensteuerung drin von eben. Weil ich Spinne gefahren bin. So. Mal gucken, ob das was taugt mit den großen Reifen. Nee, warte mal, das ist scheiße mit den großen Reifen vorne. Schießen voll schlecht. Oh, Benzinfass auch drin. Ja, machen wir die dran. Die sind ein bisschen kleiner. Ja, schießt besser. Schrot ist immer gut, wenn hinten große Reifen sind. Oh, jetzt bin ich hier gut reingeflutscht, sag ich mal. Mal sehen, ob die da was taugen. Ich weiß halt nicht, ob die Karre schnell genug ist, dass ich den Perk, obwohl das geht nach zurückgelegter Strecke, wenn ich so ein paar Kreise fahre, müsste ich den eigentlich aufgeladen haben. Ja, mach doch was her, ey. Außerdem mag ich die Kutschenreifen voll gern. Kann ich viel zu selten benutzen. Ah, da sind sie schon aufgeladen. Oh, hinten und vorne lenkbar, ist auch extrem windig, die Karre. Wenn er vorne rein oder was? Viele Spieler sind hier, nur ein Bot pro Team.
Ah, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Das war genau der Schießknopf. Ich hätte es umstellen sollen. Nein, ich habe keine Rede mehr. Nur einen entwaffnet. Oh. Ja, der eine hat zwei Sledgehammer und eine Thunderbolt drauf. Ich glaube, das macht mehr Alarm. Hier der. Und der hat eine Mace oben drauf. Ich bin ein bisschen sehr wild reingefahren. Was hat er? Der hat einfach die Rammkabine und... Scheiße, jetzt ist er umgefallen. Aber er fährt noch. Was hat denn der da drauf? Auf einrücken machen wir noch schnell. Hauptsache, wie sie Schrott Drähte gekriegt. Ich hätte auch Schrott fahren können, fällt mir gerade auf. Es ist ja wieder eine neue Woche. Schaden machen die dann eine Kugel. Ah, viel mehr als 1000 werden da drin sein, ne? Ja, ein bisschen. Hat er doch nur 500 Haltbarkeit, das Ding. Ich glaube, Thunderbolts sind geil. Wenn man drei Stück hat, dann kann man was Gutes für U9 bauen. Ich weiß nur, ob zwei Thunderbolts mit den ganzen Mace und so aufnehmen können. Gucken, ob ich die Ratchet runterkriege hier. Ja, einen habe ich unten. Ja, der andere Ratchet ist auch unten. Kabine. Warum sehe ich ihn nicht? Ist er nah dran oder was? Yeah, ich habe ein riesiges Ratchet-Auto tot gemacht. Kriege ich die Kaiju runter? Ah. Das Hummelgelb ist auch witzig. Oh, jetzt geht's hier ab. Ja, jetzt haben sie alle hier vier noch was und fünf sogar. Ja, ich muss mal bei der Gang bleiben, dann sollte das klappen, ja. Adam Red. Ja, auch so ein alter Schrottman. Schrottman. Ich fall halt ein bisschen sehr schnell ab. Ich habe gar nicht geguckt, auf welchen Teilen die jetzt drauf sind. Das sieht aus, als sind die nur auf den Kotflügeln. Das ist natürlich... Nee, die sind da noch. Irgendwas ist da noch. Aber es sind keine Buggyböden, glaube ich. Oh. Schießt schon einer, warum schießt er auf mich? Ich dachte, wir sind Freunde. Ist der schon leer? Auch leer. Also weil dran ist, sind die halt echt vernichtend zum Leerschießen von Gegnern. Die hauen schon rein. So, geht's hier irgendwo ab, oder? Ich hör's doch. Ach, die haben schon. Jawohl. Na, eins geht noch. Eins geht noch. Sogar 5 Benzin bekommen, stark. Ja, ist ganz coole Karre eigentlich. Das Einzige ist, ich würde auf jeden Fall, wenn ihr die Karre nehmt, ich weiß nicht, die kann man natürlich besser bauen, aber wenn ihr sowas habt, ist ganz gut, immer vorne ein bisschen kleinere Reifen, so die nächst kleinere, mit diese Traktorreifen auch vorne, weil sonst kann man halt auch nur so gerade nach vorne schießen. Ich meine, zum Waffen runterschießen ist immer noch gut,
Aber hier fahren halt viele so Keile rum in der PS-Klasse. Und bei den Keilern ist es dann schwer, so denen die Waffen runterzuschießen. Oder die Kabine zu treffen, wenn ihr zu nah dran seid. Deshalb. Aber die Kutschenreifen, die sind nicht schlecht. Ich hatte die, als die das Event war, da waren die auch im Fuse-Event drin. Da konnten wir zwei Stück verbessern. Da habe ich gedacht, ach komm, mach's mal vier Fuse. Ist irgendwie ganz witzig, aber ich benutze die halt nie, weil ich selten so, ich fahre U9 oder halt IPS und da sind die Reifen, kann man leider nicht gebrauchen. Das ist schade, weil kann ich hier eine witzige Kutsche damit bauen. Deshalb ist es manchmal ganz lustig, woanders rumzufahren. Aber zu sehr darf man den Kleinen auch nicht auf die Nerven gehen, also oh nein, ey. Emily ist drauf. Boah, ich habe die Emilys wenigstens noch runtergeschossen. Ach, das erinnert mich an mein Emily-Auto. Mit dem habe ich auch mal viel Spaß gehabt. Behind you. Oh, wir gewinnen aber. Der Whirl ist drauf, sein ganzer Stolz, wenn er sonst nur eine Quad drauf hat. Aber der Whirl ist hier ziemlich gut, weil der hält viel aus und der haut auch richtig rein. Ich habe sogar im Clan War welche gesehen, die hatten riesige Spinnen und der eine hatte drei Whirls drauf, das hat mich voll gewundert. Aber klar, wenn die natürlich eine Push-Taktik machen mit allen Spinnen und sobald irgendwie, ich lese es euch vor, ich habe zu lange keinen Whirl benutzt. Wo ist der Whirl? Ich glaube, das war das, wenn mehrere Gegner oder wenn die Gegner 30 Meter im Umkreis sind, dass der dann mehr Schaden macht. Wir da. Wenn sich zwei oder mehr Feinde in einem Radius von 65 Metern befinden, erhöht sich der Schaden der Kanone um 30%. 30% ist natürlich heftig. Und die hatten so fette Spinnen mit Mastodon, Scorp und der eine hatte, ich weiß gar nicht, was der drin hatte. Ich glaube, der hatte Punisher drauf und einer ist mit Whirl gefahren. Und die haben aber richtig reingetackert, weil die haben uns dann gepusht mit den Riesenspinnen. Die hatten alle gefuste Kohort und dementsprechend auch 4.000-5.000 Haltbarkeit. Da haben die Whirl echt geknattert. Hätte ich nicht gedacht. So, das war die kleine Folge, in der ich mir die Breaker baue und dann noch ein bisschen hier mit den Thunderbolts kurz Spaß gehabt habe. Thunderbolt ist eine geile Waffe, muss ich sagen. Aber es war jetzt nicht so besonders ausgereift. So, ich denke mal, mit drei Thunderbolts kann man was richtig Fieses für U9000 bauen. Und dann Benzin sammeln damit. Wie viel Powerscore haben die eigentlich? Naja, 1100. Wenn ich jetzt noch eine dritte drauf hätte, wären es 5660. Dann müsste halt auch die Kabine geändert werden. Da würden nochmal 1000er oder so für die Kabine draufkommen. Obwohl, die Hole, die hat nur 1500, also nochmal 750. Und wir bei 600.000, oh, vielleicht könnten wir sogar unter 6.4 machen oder 6.7 ist, glaube ich, das Limit. Ich glaube, ich bin jetzt sicher, ob 6.4 oder 6.7 das Limit ist. Da kann man was richtig grässliches bauen. Aber die haben 4 Energie. Ja, da bräuchte man einen kleinen Generator, damit noch kühler, weil ganz ohne Kühler sind Schrot natürlich auch nicht so gut. Aber jetzt zum Ende zerlegen wir die Karre nochmal. Ich will sie mir nochmal angucken. So. Hat er ein Fass drin? Da hat er ein, wieso hat er ein Funkgerät drin? Funkgerät brauchen wir nur, wenn Radar drin ist, oder? Erhöht den Übertragungsradius. Ja, wenn kein Radar drin ist, brauchst du eigentlich kein Funkgerät. Außer vielleicht, ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn einer im Team Doppler hat, aber hier unten in der niedrigen PS-Klasse fahren eigentlich keine Doppler rum. Hardcore-Motor und zwei, oh, ein Seal sogar drin, krass. Ist halt schade, dass sie die Kühler-Schrotflinten schlechter gemacht haben. Aber wahrscheinlich, weil die Schrotflinten gerade hier im unteren Bereich sehr nervig waren. War ein bisschen viel mit Schrot. Ach, das ist nur die Reisetasche. Ja, das war doch ein bisschen Stylo-Auto. Ich wollte nochmal gucken, wo die Waffen letztendlich draufgehangen haben. Ach, die haben auf dem Motor gehangen. Ja gut, der hält auch nicht viel aus. Da wäre es besser, dann an Rand hier irgendwie Buggyböden zu machen. Wie sie PS hat man ja noch offen, wenn wir unter 4, also wenn wir jetzt plant unter 4.7 zu bleiben mit dem Ding. Fury.
Hat sich ganz gut gefahren, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.